Hallo, hier ist eure Melanie. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier haben wir wieder mal eine Short Message für euch. Ich habe heute keine spezielle Frage gestellt. Ich habe nur einfach gefragt, was ist denn die heutige Short Message? Na, was will man uns mitteilen? Und das gucken wir uns jetzt an. Ihr wisst ja immer, es ist ein allgemeines Kollektiv und man kann damit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. Ja, ich habe schon gelesen, ne, dass sich halt die Aussagen hier in den Videos wiederholen. Ja, ich kann nichts dafür. Ne? Das Kollektiv ist nun mal das Kollektiv und wie man sieht, raschelt's und donnert's, knallt's gewaltig. Ja, und wiederholt sich halt leider. Ich kann auch keine Orakel mehr in den nächsten 2 Wochen legen, aber das würde auch der Hälfte wieder nicht gefallen. Also von daher nehmen wir es einfach mit. Ja, manche Dinge brauchen eine längere Zeit, bis sie sich umsetzen. Haben wir schon so oft gehabt. Ne? Aber ich habe auch die Bestätigung von vielen Mädels und Jungs hier schon bekommen, ne? was ich zum Beispiel Anfang des Jahres schon gelegt habe, dass das tatsächlich jetzt auch eintrifft. Also die Zeit ist hier echt relativ. Ihr dürft nicht immer davon ausgehen, nur weil ich jetzt das Orakel abdrehe, dass das dann auch hier in den nächsten Tagen oder Wochen passiert. Kann, muss aber nicht. Es kann durchaus auch einen längeren Zeitraum dauern, bis sich das Ganze hier ordnet. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen, wenn sich die Aussagen hier wiederholen. Ne? Also ich lege es ja nicht so hin, sondern ich mische es ja auch raus. Ich sehe es ja auch, ne, dass es immer die gleiche Botschaft ist. Aber jo, wenn das nun mal der Wille ist, ja, dann legen wir den raus. Ne? Oder die Botschaft, die wir halt kriegen. So, wir beginnen. Ja, da haben wir ihn schon. Ne? Es geht also heute wieder mal um den Herrn der Schöpfung hier. Schauen wir mal, was mit ihm hier los ist. So, da haben wir die Mäuse drauf. Also man sieht schon, es belastet ihn was, Kummer, Sorgen, ne? Gar keine gute Karte momentan. Es nagt also was an ihm. Schauen wir mal weiter. Ja, da haben wir das Kreuz. Ne? Also er hat momentan aktuell hier Kummer und Sorgen und eine sehr belastende Situation. Also gut geht es ihm nicht. Ja, das kann ich wiederholen hier sozusagen. Wenn wir das ein bisschen rüberschieben, dass ihr das seht. Also hier sieht man wieder, na, ja, es ist noch nicht ganz vorbei. So, wir haben aber hier den Klee, das heißt, das liegt ja schon nach dem Kreuz oder der Klee kommt nach dem Kreuz. Viele, die bei mir lernen, na, oder sich Kartenlegekurse buchen, lernen hier das, oder es ist halt meins und das gebe ich weiter, das, was vor dem Kreuz liegt, schon abnehmend ist und das, was nach dem Kreuz jetzt kommt, das zunehmende ist. Das heißt, wir haben also hier schon wieder eine Verbesserung liegen, ja, mit dem Klee zwar nur die kleine Verbesserung, aber immerhin eine. Dann haben wir hier den Baum, das heißt, ja, wir haben hier so die Abkürzung. Ne? Der Baum ist ja einfach auch innerhalb eines Jahres, hört sich jetzt strange an, ist aber so. Aber mit dem Klee abgekürzt, ne, könnte man sagen, also innerhalb des nächsten halben Jahres wird sich das tatsächlich bessern. Ja, wir haben aber hier auch den Wachstum, die Heilung drauf. Also irgendwas geht hier schon wieder raus, aber leider nur in kleinen Schritten. Das heißt, er muss es sich leider noch ein bisschen gefallen lassen. So. Dann haben wir hier Giovanna von Schuler. Das ist also die Anziehungskraft einer jüngeren Dame. Ich betone, muss nicht eine jüngere sein, kann. Auf jeden Fall haben wir hier eine Dame da und da haben wir Iladro. Das heißt, da ist also irgendwas in den Verlust gegangen. Ihr müsst das jetzt immer ummünzeln, na, auf eure Situation. Befindet sich euer Partner noch in einer Ehe, einer Partnerschaft oder ist er Single? Wie gesagt, wenn er hier noch gebunden ist, dann hat er hier durch diese Dame einen Verlust erlitten. Ja? Ladro ist der Diebstahl, das heißt, es kann sich hier um materielles oder finanzielles handeln. Auf jeden Fall ist irgendwas abhanden gekommen. Ja? Wenn du sagst, er ist Single, dann kann das hier auch natürlich eine andere Dame sein, ja? Wo irgendwo er vielleicht auch gebratzelt worden ist, sage ich mal, oder verarscht worden ist. Auf jeden Fall ist hier etwas in den Verlust gegangen bzw. gestohlen worden. Und das ist hier etwas, was sehr an ihm nagt. So, kann auch hier eine Ex-Partnerin darstellen. Auch das ist hier eine Möglichkeit. Ne? Auf jeden Fall nicht sehr schön, wie man sieht. Ja? Und da haben wir halt auch wieder mit Iladro den Betrug drauf. Ja? Und das ist hier mit irgendeiner Person passiert. So, gucken wir mal weiter. Ja, da haben wir die Maske, ja, das ist also, das könnte auch der Grund sein, warum man hier
nicht ehrlich ist, ja, oder noch die Maske trägt. Es ist halt für mich die Karte ein bisschen so, dass man sagt, ja, da hat also jemand, da war jemand nicht authentisch, ja, da ging es um Lügen, um irgendeinen Schein, den man wahren wollte, irgendwas hat man verborgen, ja. Das kann gut möglich sein, dass du von dieser Angelegenheit gar nichts weißt, ja. Wenn du davon weißt, ja, dann ist es einfach so, dass man hier so, ja, es ist alles in Ordnung, ne? Alles ist gut, Thema. Ne? Das ist ja immer diese, das ist ja Spruch, wenn du jemanden fragst, um wie geht's dir? Ja, es ist ja alles gut. Ne? Aber eigentlich merkst du, dass es nicht gut ist. Also hier ist jemand nicht wirklich authentisch. So, wir haben aber hier die Sonne drauf. Das heißt, das Ganze lichtet sich hier aber, wie man sieht. Was haben wir noch? Ah ja, dich. Ne? Also hier kriegt man oder du kriegst jetzt, wir haben hier übrigens wieder, ich habe jetzt wieder ein anderes Kartendeck genommen, wir haben wieder die Sonne dabei. Das heißt, du müsstest jetzt Einblick in diese Sache bekommen, ja, oder wenn du sie schon hast, dann glaub mir, dann lichtet sich hier noch mehr. Ja, dann wirst du im Sommer jetzt mitbekommen, wieso dieser Mensch sich versteckt hat, warum er unehrlich war, warum er vielleicht nach außen hin so getan hat. Das wird sich hier für dich auftun. Ja, also hier wird das Ganze wirklich so das Scheinwerferchen drauf gelegt. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, da haben wir Malinkunier, ne? Das ist dieses, man trauert, man betrauert das Ganze hier einfach auch. Man ist melancholisch. Grand Consolation, ja, das ist dieses Trostspendende eigentlich, was man, oder dass man sagt, naja, hoffentlich geht es nochmal gut aus sozusagen. Das ist in dieser Kombination, man möchte im Endeffekt eine Genugtuung haben, ja, aber dieses mit Malinkunier, das ist halt einfach so, dass man sagt, naja, so gut ist es halt nicht, ne, oder das ist so die Traurigkeit, die dahinter steckt. Man sucht irgendwo Trost bei dir auch, ne? Du bist so dieser Sonnenschein, den man hier, oder für ihn bist du eigentlich die Sonne, obwohl er vielleicht auch die Maske vor dir trägt, trotzdem bist du der positive Aspekt in dieser Sache, ja? Du bist sein Glück hier und ja, man sieht schon, dass er traurig ist über die ganze Geschichte, ja? Weil letztendlich hast du eigentlich Glück verdient, du hast Ehrlichkeit verdient und man hofft jetzt einfach, dass hier eine Sache gut ausgeht. Hier haben wir La Conversazione, da liegen die Gespräche drauf, ja, dieses Unterhalten zusammen, ja, darüber sprechen. Schauen wir mal weiter, da haben wir Morte. Ja, das ist, also er weiß, dass hier eigentlich etwas abgeschlossen werden müsste, ja, oder dass er hier etwas beenden muss. Und wir haben hier aber schon den Reiter drauf, das heißt, da kommt also Bewegung rein. Wenn man jetzt in dieser Kartenkombination sieht, ja, oder sehen mag, und das, was ich hier reinbekomme, ist es einfach, dass hier schon jemand sehr bedrückt ist, dass er letztendlich nicht in die Hufe gekommen ist, ja, dass er vielleicht sogar zu dir den Kontakt mehr oder weniger eingestellt hat, aufgrund dieser Sache da, ja. Also man redet nicht viel mit dir darüber, ja, aber das wird sich hier zum Sommer bessern, ja. Das, also das wird hier zur warmen Jahreszeit, wird man rausrücken, da kommt die Bewegung rein. Aber das ist tatsächlich hier der Grund, warum man vielleicht mit dir nicht drüber redet, warum man sich eher zurückzieht. Na, dieses La Conversation und Morte zusammen ist für mich, ich möchte nicht darüber sprechen. Na, also ich möchte da nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, so ungefähr, sondern ich mache hier gegenüber dir einen auf, ja, alles ist toll, wie ich es vorhin schon sagte, aber wie gesagt, da kommt wieder Bewegung rein. Ne? Das nagt gerade zu sehr an ihm, also was immer da für ein Verlust stattgefunden hat, ja, was immer ihm genommen worden ist. Ich sehe nicht, dass es hier etwas mit der Liebe zu tun hat, ja, sondern da ist was anderes vorgefallen. Aber und daraufhin hat man jetzt auch hier wahrscheinlich, so wie es liegt, ne, den Kontakt zu dir eingestellt oder ist eher in den Rückzug gegangen, in die Stagnation, in den Stillstand. Ne? Also gar nicht so irgendwie, dass du so einen richtigen Durchblick da hättest, um was es geht. Ja, also ich vermute, dass du nicht alles weißt. Vielleicht weißt du eine Kleinigkeit, ja, aber nicht alles, weil wie gesagt, das wird sich hier erst im Sommer klären, wenn der Mann bereit ist, darüber zu sprechen. Aber noch ist er hier belastet, wie man sieht. Ne?
So, schauen wir mal weiter. Da haben wir aber den Kompass. Das heißt, es gibt also hier einen Richtungswechsel, einen Meinungswechsel, eine Neuausrichtung auch. Das heißt also, wenn man hier vom Weg abgekommen ist, wird man aber auch wieder auf dem Weg zurückfinden. Wir haben hier den Mond, ja, sehr stark dieses Grübeln, Nachdenken, na, wie macht man was, wie geht's weiter? Aber auch das liegt hier schon in der Beendigung, ne? Also diese Schwere, die da hier drin liegt, ne, geht auch zu Ende. Na, also hier macht sich jemand schon einen sehr großen Kopf, wie was, wo weitergeht, in welche Richtung man gehen soll, ja, wie man es neu machen kann. Na, also man sieht schon hier auch die Belastung drauf, aber das geht raus. Dann haben wir hier Il Vedo, ja, das ist der Witwer. Man betrauert hier schon was, dass irgendetwas nicht funktioniert hat. Ja, also hier liegt mir ganz klar die Schwere in den Gedanken. Ich will mal das Fenster ein bisschen zumachen, weil kaum mache ich hier auf, geht der Lärm wieder draußen los. Man nimmt die Schwere wahr, ne? Und hier ist jemand auch noch an seine Vergangenheit gebunden. Ja? Was habe ich denn hier wieder für einen Flieger da? Wer bist denn du? Nee, 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 nee. Also es ist ein Wahnsinn momentan. Habt ihr auch so viele Viecher? Also ich habe hier dauernd irgendwelche anderen Flieger. Von der Hornisse bis zur Wespe bis was weiß ich, was das ist. Keine Ahnung. Na komm, fliegst du wieder raus. Aber kaum machst du das Fenster auf, na kommen die rein. Ich habe hier kein Fliegennetz. So, Entschuldigung für die Ablenkung. Also das geht hier raus, aber man sieht, dass er noch an die Vergangenheit gebunden ist. Und das hat hier mit dem Ganzen zu tun. Ja? Und das ist auch eine Schwere, die er wahrnimmt. Und dann haben wir hier La Vecchia Signora. Ja, das kann auch mit der Mutter zusammenhängen. Ja, also hier haben wir auch ein Mutterthema noch drauf, aber wie gesagt, diese Dame kann auch diese Dame sein. Ja, wir haben, es ist zwar eine Jüngere angezeigt, aber es muss es nicht unbedingt. Ja, also hier ist man richtig am Arsch, kann man jetzt mal so sagen. Ja, also seine Gedanken, die er sich macht, werfen ihn natürlich auch wieder in eine Art Stagnation. Ja, man ist also hier sehr sehr traurig über irgendwas und anscheinend aber auch über die Mutter. Ne? Es hängt also vielleicht auch mit der Mutter zusammen, mit der Familie. Ja, kann auch mit der Familie zusammenhängen. Hier ist irgendetwas, was ihn, wie gesagt, hier belastet. Und anscheinend ist er auch noch in irgendeiner Weise an die Mutter gebunden. Ja, also hier gucken wir mal weiter. So, da haben wir die Augen. Das ist dieses, ja, ich muss mir es genauer anschauen. Ne? Das heißt, dieses den Blick für etwas schärfen, in die Beobachterposition gehen, ja, so zweimal hinschauen ist jetzt angefragt, ne? So, da haben wir den Berg drauf. Man sieht auch hier wieder, ne, alles momentan sehr, sehr schwierig, eine Herausforderung für ihn. Aber wir haben hier den Turm, das heißt, es wird aber schon beendet. Ja, er muss sich aber hier jetzt anschauen, was sind denn die Blockaden, die er hat, die also immer wieder hier für Rückzüge sorgen, auch gegenüber dir, wie man hier sieht, die ihn blockieren. Wie schließe ich das Ganze ab? Das könnte hier auch noch die Blockade sein mit einer behördlichen Sache. Ja, ein Amt, Finanzamt, Arbeitsamt, Bank, keine Ahnung, also irgendeine Institution, amtliches, behördliches, ja, was jetzt gerade momentan auch noch blockiert. Das heißt, da muss er also auch genau hinschauen, wie er das jetzt macht, ja, seinen Blick schärfen, ein bisschen in die Beobachterposition reingehen, weil es geht hier schon um eine Neuausrichtung. Das heißt, also er muss jetzt genau gucken, wie er da vorgeht. Und haben wir Desperato oder Jalousia, ja, das ist im Endeffekt wieder dieses Verzweifelte hier, ne, man hat hier schon einen gewissen Verdacht, sage ich jetzt mal, ja, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zuläuft. Das Schlimme ist, dass hier wieder auch die Mutti dabei liegt oder die Familie dabei liegt. Das heißt also, hier wirft man ihm regelrecht Steine in den Weg, ja, also man lässt ihn nicht wirklich vorwärts kommen, wie man sieht. Auch wenn er versucht, vorwärts zu kommen, ne, kommt hier wieder irgendwas. Und hier sieht man, dass er hier schon einen Verdacht hat oder zumindest die Zweifel sind schon da. Und da haben wir Denari drauf, das heißt, da haben wir wieder die Geldangelegenheit. Ne? Hier geht es ums Geld. Es geht, ich habe es vorhin gesagt, es geht nicht um die Liebe. Also hier
Da kann auch sein, dass hier zwei Damen zusammenspielen, ne, weil wir hier auch den Sarg und dann die Mutter drauf haben, dass hier auch familiär irgendwas nicht richtig läuft. Dann hat er das dazu bekommen. Also man unterstützt ihn da gerade so überhaupt nicht. Ne? Und darum habe ich ja gesagt, der einzige Lichtblick, den er gerade hat, das bist zwar du, ne? Aber hier sieht man auch, dass er ja im Endeffekt traurig darüber ist, dass er nicht mit dir darüber gesprochen hat oder nicht mit dir darüber eigentlich reden kann, ne? Weil er dich vielleicht auch noch in einer gewissen Weise nicht belasten möchte. Ne? Diese Maske, dieses, ja, ja, es ist schon alles in Ordnung. Aber ich denke, dass du das mittlerweile spürst und fühlst, je nachdem, ob du Kontakt hast oder nicht. Es kann aber auch energetisch sein, dass du merkst, dass es hier also ganz und gar nicht passt. Ja, vielleicht auch so eine innere Unruhe, die du hast. Also es können schon so Zeichen sein. Und ich sage eins, hier geht es nur um die Kohle. Das heißt, er hat aber auch schon einen Verdacht, dass es nur ums Geld geht. Also hier wird irgendwas hinter seinem Rücken gedeichselt oder ist auch hier unter seinem Rücken passiert, weil wir hier schon den Diebstahl haben. So, dann haben wir hier den Brief. Da geht es also um die Kommunikation. Wir haben aber den Brief hier alleine bekommen. Das heißt, auch so oberflächlicher Käse wieder. Ja, und das spiegelt sich auch hier schön rüber zu dir, ne? Dass man sagt, naja, da wird nicht viel gesprochen. Es wird nicht viel gesagt, auch oberflächliche Kommunikation zwischen euch, sondern dieses, ja, es ist alles gut. Es ist alles gut. Ja, das wird so ein Standardsatz sein, den du hörst. Oder nein, nein, es gibt kein Problem. Sowas. Also man hält es sehr oberflächlich. So, dann haben wir hier den Bären drauf. Das könnte also hier wieder jemand, mit dem er in Kommunikation auch steht, hier wieder jemand sein. Aus, ne, irgendein Notar, ein Anwalt, ein Banker, wie auch immer, ja, irgendjemand oder irgendeine Autoritätsperson. Und da sieht man schon, da muss sich also was klären. Wir haben aber die helle Seite dran, das heißt, es lichtet sich aber hier irgendetwas. Dann haben wir hier aber den Fuchs, ne? Also man sieht hier Unklarheiten, Falschheiten. Kann auch sein, dass er hier Nachrichten von einer Person bekommt, die auch nicht ganz so ehrlich hier sind. Ja, wer immer der Bär ist, das kann jetzt hier, wie gesagt, eine Autoritätsperson sein, das kann aber auch hier auch wieder jemand aus der Familie sein. Also hier gibt es Unklarheiten und Falschheiten und da hat er sich selber wieder mit draufgelegt. Na? Er wendet zwar hier den ganzen schon den Rücken zu, das heißt, ich denke, dass er hier schon Nachrichten bekommen hat, so wie sie auch hier liegt, oder er bekommt sie jetzt erst, aber ich denke, die sind schon da. Ja, wo er genau weiß, dass es hier eigentlich etwas zu klären gibt, ja, aber da er den Verdacht hat, dass hier irgendwas nicht stimmt, sich erstmal ein bisschen abwendet von dem Ganzen. Wir haben hier die Augen, das heißt, er beobachtet das Ganze, ja, oder schaut sich hier etwas genauer an, lässt sich also noch nicht ganz auf diese Sache ein. Also hier kommuniziert auch jemand mit ihm falsch. Ne? Wir haben hier den Bären, das kann es für jemand aus der Vergangenheit stehen, irgendeine Ex, also jemand, mit dem er schon getrennt ist. Ja, es ist zwar der Bär trotzdem, kann auch für eine Dame stehen. Und das haben wir ja hier. Ne? Mit irgendwas Belastendem ist man da auf ihn zugekommen. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt auch über Anwälte kommuniziert oder von Behörden hier Mitteilungen bekommen hat, wo aber meiner Meinung nach hier auch schon wieder irgendwo was nicht stimmt. So, dann haben wir Lamika, das ist jemand eigentlich, der helfen sollte. Na, ich betone sollte. Das ist so eine Freundin oder jemand, dem man eigentlich vertraut hat. Ja, oder jemanden, dem man eigentlich vertrauen würde. Jetzt schauen wir mal weiter. Da haben wir Dottore. Das ist also jemand, der helfen soll. Ja, vielleicht hat er selber hier einen Anwalt konsultiert. Ja, der, wo sich jetzt um diese Unklarheiten hier kümmert und um das, was hier undurchsichtig und falsch ist oder in die falsche Richtung gelaufen ist. Ne? Wo er selber hier in Kommunikation steht. Gut möglich. Aber hier wäre es eigentlich, dass hier etwas gesunden soll. So, wir haben aber Disgrazia, das heißt, entweder hat er hier Nachrichten bekommen, sage ich jetzt mal, die falsch sind, ja, und da gab es jetzt erstmal hier den Turmsturz, ja, weil Disgrazia ist der Totaleinbruch. Also hier ist wirklich eine gewaltige Katastrophe passiert. Vielleicht, weil er auch nicht drauf geachtet hat in erster Linie. Ne? Also das kann schon sein.
er dreht sich ja davon weg. Das heißt, das ist dieses, ja, ich will aber nichts davon wissen, so ungefähr, ne? Ich mag mich nicht richtig drum kümmern. Ich habe zwar hier einen Verdacht, dass es nur um die Kohle geht und dass hier irgendwas falsch läuft, ja, aber so dieses Abwenden davon, ne, mag er gerade momentan nicht so wirklich richtig, ne? Also da sieht man schon auch dir gegenüber, das ist so, ich lasse es links liegen Thema, ne? Aber da wird es nicht besser, sondern hier haben wir die Katastrophe schon da liegen, ne? Und da haben wir die Nachrichten. Also der, wenn sich jetzt nicht anfängt, um diese Sache zu kümmern, ja, ja, dann wird das ja nicht besser, ne? Weil hier versucht man in irgendeiner Weise zu helfen, ja, oder man versucht hier irgendwas in das Bessere zu bringen, ja. Aber da der Herr sich ja abwendet und sich nicht darum kümmert, ja, na, vielleicht bist auch du hier die, die ihm gerne helfen würde. Schließe ich jetzt nicht aus. Man muss ja nicht immer jetzt gleich von der Partnerschaft an sich ausgehen, sondern einfach, dass man sagt, ja, du bist da, weil du bist im Endeffekt sein Lichtblick. Man will helfen, ne? Und ja, aber er lässt sich nicht helfen, ne? Ja, dann kriegt er halt die nächste Klatsche rein. Na, das ist dieses, ja, es ist doch alles in Ordnung, ich kümmere mich nicht darum, ich weiß nicht, welche Lösung, ne? Aber er muss sich's ja genauer anschauen, es hilft alles nichts, ja. Also hier, die Blockade kann durchaus sein, dass er sich in den Rückzug zieht, weil er hier verzweifelt ist, weil er nicht weiß, wie er vielleicht auch an Geld kommen kann. Das kann dasselbe Thema sein, dass er Geld braucht und weiß jetzt nicht, wie man da rankommen soll, lässt sich aber auch nicht besonders helfen, ne? Also, auch das hier kann jemand sein, der ihn vielleicht unter die Arme greifen will, ja, der wohl Licht in die Sache hineinbringen will, in dem, was da falsch gelaufen ist, aber er wendet sich ab. Ja, und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ob da wirklich alles schon gesprochen worden ist, beziehungsweise ob da schon alles an die Oberfläche gekommen ist, das mag ich bezweifeln. Ne? Weil die Kartenkombinationen sind hier nicht schön. Gar nicht schön. So, letzte Karte. Da, ja, schau mal, da haben wir wieder den Bären hier. Also hier ist jemand, der ihm wirklich zur Seite stehen möchte oder ihm helfen möchte, aber der Herr lässt sich nicht helfen. So, kann hier ein Vater sein, ein Onkel sein, Bruder sein, wie auch immer, jemand, der älter ist als er oder jemand, der halt schon erfahrener, autoritärer ist, ne? Aber hier, ja, mir gefällt es nicht. Mir gefällt es nicht. So, schauen wir mal weiter. Ja, hier kommt die Klarheit rein. Wir haben aber auch die Spiritualität. Das heißt, man führt ihn, man leitet ihn durch. Wir haben hier aber auch wieder den Reiter. Das kommt also sehr schnell jetzt Klarheit rein. Und nochmal umgekehrt die Sense, alter Schwede. Also hier müsste jetzt, und ich betone jetzt, ja, jetzt oder in den nächsten Tagen, müsste hier Klarheit reinkommen. Ja, da klärt sich jetzt etwas auf. So, jetzt schauen wir uns mal die Klärungskarten an. Ja, und zwar das, was hier falsch gelaufen ist. Hier haben wir es wieder mit Lügen und Betrug zu tun. Und das wird sich hier klären. Wie gesagt, das kann durch einen Anwalt seinerseits sein oder durch jemanden, den er kennt. Weil es, wie gesagt, es ist hier jemand da, der anscheinend helfen will. Aber der Herr ist hier etwas stolz und lässt sich anscheinend nicht helfen. Ne? Und da kommen hier eigentlich schon die nächsten Katastrophennachrichten rein. Ne? Weil man hier im Endeffekt irgendetwas ein bisschen rausschiebt. So, hier haben wir wieder die Lügen da liegen. Wir haben Sospiri. Man hat also die Hoffnung, dass es gut ausgeht. Ja, das ist so dieses Sehnsüchtige. Man hofft halt, dass es sich hier irgendwo bessert. Dann haben wir hier La Constanza, ja, das ist dasselbe, dass also alles wieder in eine Balance kommt. Hier haben wir La Lettera, da kommen schon wieder die Nachrichten rein. Was haben wir denn noch? Ja, Dispercere, ne, das ist also schon wieder dasselbe hier, dass man wieder traurig ist und verzweifelt. Ne? Und wir haben hier als letzte Karte Stanza. Dirk, also hier hofft man zwar, dass irgendwas gut ausgeht, ja, aber wie man sieht, kommen hier schon wieder die nächsten Kacknachrichten rein. Also er wird sehr, sehr schnell Klarheit über eine Sache jetzt kriegen, ja, und wie man sieht, ist wieder die Lüge und der Betrug mit dabei, ja, und dieses Hoffen, dass es hier etwas in den Ausgleich geht, das wird nicht funktionieren, weil das ist alles auf einer Lüge aufgebaut. Das heißt, es wird nichts hier sich zum Guten wenden jetzt für ihn, wenn er sich nicht da die Gedanken macht, wie. Und wie man sieht, kommen hier schon die nächsten Nachrichten rein, wo man sagt, ja, das, ne, ich meine, die Karte ist ausschlaggebend genug, wo man, wo es eigentlich schon wieder zum Heulen ist. Das heißt, hier, da kommt noch einiges an die Oberfläche. Das heißt, der Herr hier ist zwar gerade mit einer Sache beschäftigt, ja, und deswegen wird sich die auch noch ziehen, bis die hier geregelt ist.
Aber da ist noch nicht aller Tage Abend, sage ich mal, ne? Sondern hier kommen noch mehrere Lügen und Falschheiten an die Oberfläche, mit dem er selber hier gar nicht gerechnet hat. Und das wird hier auch ein Mann oder eine Dame, weil wir ein allgemeines Kollektiv haben, auch aufdecken. Was ist denn hier so laut? Och, Wahnsinn. Ich ersticke hier halb und draußen ist eine Gaudi. Also wie ihr schon seht, ne, der steckt so richtig gerade ja, in der Kacke drinnen. Ja, hier ist gewaltig etwas schief gelaufen. Da ist aber nicht ganz unbeteiligt. Ja, dieses Schönrederei und alles ist in Ordnung und auch selber sich von der Sache wegdrehen. Na, obwohl man schon weiß, dass hier eigentlich ordentlich was falsch läuft. Die Familie sogar noch mit drinnen hängt. Also wenn er sich jetzt hier nicht kümmert, ne, dass er jetzt hier schaut, selber in die Kommunikation auch geht und endlich eine Lösung sucht, dann wird es hier gar keinen guten Ausgang für ihn haben. Aber dann ist das so, ja. Dann ist es so, da muss man hier, sage ich mal, mit dem Gesicht auf der Bodenplatte aufschlagen, damit man endlich aufwacht und sagt, okay, ich muss jetzt hier endlich mal was tun. Aber wie man hier sieht, na, dieses ständige, ja, wird sich schon alles zum Guten wenden, das wird hier nicht der Fall sein, definitiv nicht, sondern die nächsten Nachrichten, die ihn hier zum Weinen bringen, die flattern schon rein. Das ist also schon wieder hier die Sorgen und der Kummer, die man hat, was hier mit dem privaten Bereich zu tun hat. Also da geht es um sein Zuhause und das kann es, wie gesagt, familiär, weil wir die Mutter hier auch haben, die dann noch mit reinspielt. Kann vielleicht bei einigen sogar sein, dass die Mutter verstorben ist, ja, oder vielleicht ist die Mutter auch krank, dass er dann noch zusätzlich hier auch noch etwas an der Backe hat, weil mit dem Kompass diese Neuausrichtung, es kann aber auch sein, dass er irgendwie noch an der Mutter dranhängt, ja, dass er da auch noch verbandelt ist. Also wie man hier sieht, ne, ich würde gerade nicht mit ihm tauschen wollen. Ja. Das war die Short Message. Wir schauen nochmal, was wir unten drunter haben. Wir haben hier die Lilien. Ja, da haben wir auch wieder das Thema der Familie, aber auch die Balance, die hineinkommen soll. Ja, dass er lernt, in seinen Selbstwert und in sein Selbstvertrauen zu kommen. Und wir haben aber hier unterm Deck Fortuna drauf. Das heißt, das Glück. Ja, hier wird es wieder eine Wendung geben. Aber das ist gerade eine ekelhafte Zeit. Aber da muss er durch, um zu lernen, dass man nicht vor allem davonlaufen kann, sondern dass man endlich mal hier etwas durchziehen muss. Ja. So ein bisschen eine Reifeprüfung könnte man hier auch sagen mit dem Baum, ne, dass er hier einfach heranreift und wächst und erwachsen wird und endlich mal einen Schlussstrich zieht. Oder hier einfach, ja, wie ich schon einem Orakel gesagt habe, auf den Tisch haut, ne, und sagt, so, jetzt reicht's aber. Ja, das war die Short Message. Ne, wie ihr seht, ja, es liegt nicht viel anders. Es tut mir auch sorry, ne, ich kann es nicht ändern. Aber hier sieht man, da kommt jetzt ordentlich was auf ihn zu. Also, jo, wir beobachten. Ne? In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao, eure Melanie.